Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Tegel im Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir bauen weiter fleißig den Lotus zusammen. Sind dabei jetzt die Vorderachse quasi durchzuorganisieren, damit wir da alles fertig haben. Und oh, auch die Achs, Schenkel, alles, also das, was wir hier alles repariert gekriegt haben, finde ich schon mal gut. Da haben wir hier sehr, sehr viele Teile retten können, von der Vorderachse zumindest. Aber ist auch gut so, weil so ganz so viele Teile wie über dem Motor quasi das gar nicht gefunden haben, weil wir einen Shot geholt haben. Da müssen wir noch ordentlich investieren. Aber das Fahrzeug wird auf jeden Fall verkauft am Ende. Wird auch nicht getuned, es wird einfach nur restauriert. Im Originalzustand. Also auch die Originalfelgen, die jetzt dabei waren. Genau die gleichen Reifen. Alles wird wieder so gekauft, wie es war. Und dann wird es so an einen meistbietenden Verkäufer. Ich muss ja sagen, das ist mir neulich wieder aufgefallen, wo ich das Intro gesehen habe vom Spiel. Diese Versteigerungsgeschichte, die sie da quasi zeigen, ist ja irgendwie nicht so, wie es wirklich ist. Ich war jetzt schon lange nicht mehr im Auktionshaus, also zusammenbauen. Aber das hätte mir eigentlich gefallen, wenn ich denn meine Autos auf eine Auktion bringen kann und die dort ersteigert wird. Wo ich dann sagen kann, okay, wir machen einen Startpreis, dann lege ich fest von so und so, ne? Man müsste quasi so eine Rechnung sehen können, was ich ausgegeben habe für dieses Auto. Das dürfte ja dann, ne? Dass man sich das nicht selber merken muss. Dass man einfach sagt, okay, gekauft auf Schrottplatz für so viel, die und die Teile repariert, die Reparaturkosten und die Ersatzteile, die man eingesteckt hat, die Kosten, dass man das alles sieht. Und dann kann man sagen, okay, dann gehe ich dann zur Auktion und dann könnte man eben bei einer Auktion das Auto loswerden und sagt sich, ja, okay. Das würde nochmal so einen Spannungsmoment vielleicht eventuell sogar reinbringen, wo man sagt, so mitfiebert, so, nun bietet doch mal oder dies oder das. Ja, logisch, also. Interessant wäre so ein Markt natürlich unter Spielern, ne? Wenn dann einer so ein Auto quasi komplett restauriert hat und ein anderer Spieler dann eventuell dann in einer Auktion das Auto wiederfindet und das kauft oder sowas und sich dann einfach in die Garage stellt, weil er halt nicht so viel Zeit hat, um das selber zu restaurieren oder ähnliches, aber es möchte es unbedingt haben, hätte natürlich auch noch was, ne? Muss man ernsthaft, da könnte man mal laut drüber nachdenken. Da könnte man wirklich mal laut drüber nachdenken. So, wir fahren erstmal das ganze Ding hier runter. Runter, damit wir den Motor mal eingebaut kriegen. Und dann kümmern wir uns mal ganz kurz um die Felgen, die wir haben. Wir haben nämlich, Quatsch, müssen wir erstmal zum Inventar. Bei den Felgen haben wir nämlich Esprit 14 Zoll. Okay, die kaufen wir nämlich immer eine nach. Im Rims Shop. Esprit 14 Zoll eine aus 200 und ja, echt, das ist ja ein Witz, ist ja das. So, und dann gucken wir mal ganz kurz noch im Aufhängung. Hier müssen irgendwo die Reifen drin sein. Reifen, Summer 195, 70 R14 und 205 hat er. Okay. Nicht, Felgen nicht. Summer 14 Zoll, 195, 70, davon auf jeden Fall 2 und dann müssen wir mal gucken, was die anderen waren, die 205er, Inventar, runterscrollen, 275 R14 auch, okay, aber der unterschiedliche Bereifung, ne? Egal, gut, müssen wir jetzt nicht wissen, ist halt so. Also falls immer noch irgendwas rumpeln hört im Hintergrund, ist es, ich entschuldige mich für meine Katze. Ich wollte im Shop. Okay. So, da wollte ich hin. 14, 205, 70er höher. Gottes Willen, Longreifen, das ist ja fast 2 Stück. So, dann haben wir nämlich die Reifen dann auch schon mal alles fertig. Dann können wir das nämlich schnell mal machen. Moment. Hier hänge ich mal erstmal einen Motorblock rein. Haben wir sogar einen da. Motorblock 14E. Da müssen wir mal gucken, welche Teile wir da alle kaufen müssen. Eieieiei, das sind aber viele Teile, die jetzt dazu kommen. Oh, oh, oh. Okay. So. Aber wir bauen jetzt erstmal schnell fix die Reifen zusammen. Und dann denke ich mal, die 195er werden vorne sein und die 205er hinten. Was? War jetzt so eine grobe Schätzung, aber ich denke mal, so wird es gewesen sein.
Gut. So. Also auch suchten dauert wieder so lange hier. Ja. Nehmen wir den nächsten, ja. Den runter, den nächsten zusammen. Zack, das geht hier. Rubbel die Katz am Borsigplatz geht das hier wieder. Na komm. Büffi Moli Tang her. Rührig, ich würde das lassen. Das reißt ab. So. So, hier aber 5 Zitaten. Ja, und dann macht er einen dreifachen Schlammrührer, ne? Weiß nicht, ob jemand den Film noch in Erinnerung hat. Er lief vor kurzem bei RTL Nitro übrigens. Ich habe da ein ganzes Ende sogar geguckt. Also ich, die Zeichentrick-Teile finde ich ja gar nicht mal schlecht davon. Warum haben wir denn eigentlich so wenig FPS? Oh, ich dachte was? Hat man gerade einen Einbruch bis auf 27. Ich habe gerade mal OBS beobachtet nebenbei. Ich hoffe, es ruckelt nicht allzu sehr. Immer neu. Muss ich dann nochmal neu starten, glaube ich. So, dann wollen wir nochmal gucken, was wir jetzt hier unten noch alles angebaut bekommen. Ach ja, wir müssen jetzt natürlich hier erstmal. So. Eine Kurbelwelle brauchen wir. Die gibt's sogar. Sehr gut. Ein Schwungrad, das gibt's nicht. Und dann wollen wir mal loslegen hier. Und zwar Getriebe. Wir brauchen mindestens das Schwungrad und Druckplatte und den Ausrücker. Bei der Kupplungsscheibe bin ich mir nicht sicher, die könnte ich repariert gekriegt haben. Habe ich auch. Sehr gut. So. Die ist fest. Den Ausrücker und dann das Getriebe müssen wir auch kaufen. Getriebe 14 I4E. Das ist das hier von Lotus. So. Da haben wir es dran. Getriebe ist das ja ein riesen Klopper, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Also. So, Antriebswelle hinter Achse Typ B, die ist gut. Dann machen wir hier die 205er dran. Genau. Sehr schön. Das hat doch schon mal viel Schönes. So, dann brauchen wir ein Flammenrohr. Das müssen wir natürlich kaufen. Da können wir mal ganz kurz in den Abgasanlagen gucken, was wir hier so alles für ein Esprit finden. Da, den Endschalldämpfer zum Beispiel, den brauchen wir. Und dann das Flammenrohr. Flammenrohr, 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 Turbo. Muss ja so ein bisschen komisch aussehen. Hier ist es doch. Da hätten wir es doch. So, dann haben wir hier ein neues Flammenrohr. Und den Endpot. Zack, haben wir auch schon dran. So, dann können wir hier auf der Seite noch ein bisschen Antriebswelle anbauen. Moment. Gucken, ob das die richtige Größe ist. 205er, den hätte man gern, ja. Sehr gut. Das sieht doch schon mal fast gut aus. Dann können wir doch mal in das Autochen reingucken hier. Und die Kurbelwellenhalterung hier, die müssen wir nämlich noch kaufen. So. Kurbelwellen. Lagerdeckel, da brauchen wir 3 Stück von. Dann brauchen wir neue Lagerdeckel. 4 Stück und den Standardkolben mit Pleuelstange. So, und dann brauchen wir noch ein paar Ringe. Einen Ring, ihn zu knechten. So. Dann haben wir erstmal die Geschichte auf der Seite soweit fertig. Und dann fangen wir dann von oben an und stopfen alles rein, was wir reinstopfen können, und dann kaufen wir Teile, Teile, Teile. So. Sehr gut. Wir können vorne noch ein paar Puschen dran schrauben. Die haben wir nämlich auch schon. Upsala. Naja, nicht ganz richtig geworden. Das Anschrauben des Rades aber fast. So. Dann machen wir das hier auch nochmal. Spiele ist ja nicht. Ja, jetzt haben wir auch hier hinten haben wir. Komisch. Ja, das ist komisch. So. Runter mit dem guten Stück. Und dann geht's hier weiter. Dann brauchen wir zusammenbauen. Ach, die Kolben haben wir schon mal. So. Ja.
Ja. Hier blendet es wieder ein bisschen sehr stark. Ja. Und den auch. Dann haben wir einen Kraftstofffilter, schon gekauft. Sehr gut. Zündspule haben wir nicht. Dann brauchen wir Zündspule, Zündverteiler brauchen wir. Generator brauchen wir. Eieiei. Komm erstmal Zünd. Alles, was wir von der Zündung brauchen. Wir brauchen eine Zündspule. Wir brauchen den Lotus-Verteilerkäppchen. Wir brauchen den Verteilerfinger. Wir brauchen einen Zündverteiler an sich. Wir brauchen Zündkerzen. Und wir brauchen eine Zündkorbelung von Lotus. Eine Zündvorkorbelung. Gut, das hätten wir. Dann müssen wir alles, was wir zur Zündung brauchen, auch wirklich haben. Bis auf die Klammern lang, glaube ich. Die brauche ich dann noch. So, Verteilerkappe drauf. So, da müssen wir da oben weitermachen. Dann brauchen wir Klammer und Anlasser. Anlasser Standard. Klammer. Kurz, nee, lang. Zweimal. Dann haben wir hier erstmal den Standard Anlasser. Gut, gut. So, jetzt sind wir ein bisschen näher ran hier an den ganzen Qualack. So, da müssen wir hin. Einmal die Klammer lang. Und dann müssen wir hier unten drunter gucken. Da müsste nochmal eine Klammer lang sein, genau. So, gut. Dann haben wir hier den Ölfilter R4, okay. TBT-Rohr. Ölfilter R4. Wir hätten auch Öl einfach reingeben können, ne? Der blaue ist es. Achso, das geht hier bloß von unten. Alles klar. Generator. Wie schmal ist fertig noch? Wasserpumpe R6. Oh, okay. Generator. Da brauchen wir mal den Standardgenerator. Dann brauchen wir R6. Nockenwellenrad und Wasserpumpe. So. Hätten wir. Nockenwellenrad hätten wir auch. Dann brauchen wir Wasserpumpen-Riemenscheibe. Na, wer hätte es gedacht? Wasserpumpen-Riemenscheibe. So. Sonnengenerator. Angeschraubt. Sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt hier einen Zylinderkopf. Typ A. Okay. Jetzt mehrere. I4, Leerzeichen E. So, dann kaufen wir doch mal den Keilriemen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den auch. Dann brauchen wir den Andockkrümmer. Den Abgaskrümmer brauchen wir auch. Den Luftfilterdeckel, Luftfiltergehäuse brauchen wir. Den Motorblock haben wir. Eine Ölwanne brauchen wir. Das haben wir, das haben wir. Den brauchen wir. Ach ja, guck mal, hier gibt es Zylinderkopf Typ B. Und Typ C, die kommen da oben drauf und dann kommen noch die Deckel hier dazu. So. Haben wir zumindest erstmal schon mal relativ viel eingekauft, was hier wahrscheinlichst alles zum Einsatz kommt. Nur die Nockenwellen, aber ich glaube, die waren mit dem Zylinderkopf drin, ne? Ich glaube, da war was. Ja, die sind da gleich mit drin hier. So. Und dann hier nochmal. Sehr schön. So, dann können wir hier den hübschen Deckel, wo Lotus so schön draufsteht, nehmen. Und dann haben wir die Zündkerzen. 1, 2, 3 und Nummer 4. Dazu kommt die Zündverkorbelung. Die haben wir auch schon gekauft. Ein Abgaskrümmer. Sehr schön. So. Da steht auch mal so schön Lotus drauf, aber da ist natürlich der Öleinlass dran. So, sehr gut. Jetzt geht's los hier. Jetzt brauchen wir Nockenwellenrad R6. Brauchen wir noch 2 Stück. Okay. Nockenwellenzahnrad R6. So. So. 2 Stück. So, einmal, zweimal.
So, Zahnriemen oder Keilriemen Typ B, den haben wir. Ansaugkrümmer haben wir auch. Wir müssen die Querstromvergaser dran, ne? Irgendwo, das war doch hier. Ja, Vergaser, Querstrom. Zwei Stück, okay. Stromvergaser, zwei Stück. So. Hübsch. Und den zweiten noch. Und dann machen wir weiter hier morgen. Das war eine Folge Car Mechanics Simulator 2018 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.